Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Lootchest. Diesmal die Lootchest für Mai. Und da werden wir auch gleich mal reinschauen. Ich mache dann schon mal auf. Wir wollen ja nicht so lange reden, weil das ja ungeschnitten reinkommt. Daher mache ich auf. Wie man ebenfalls hört, war die wirklich noch nicht auf. Ich mache es auch vorher nie auf. Ich lasse mich da ein wenig selbst überraschen, was dann so drin ist. So. Wie in jeder Folge fangen wir mit T-Shirt an. Gucken, was wir diesmal drin haben. So. Okay. Wenn ich jetzt ehrlich bin, sagt mir das tatsächlich jetzt gerade nichts, aber das werden wir bestimmt schon im Heftchen nachher erfahren. Kann ich jetzt gerade nicht zuordnen, ehrlich gesagt. So, packen wir mal wieder in die Tüte ein, damit da wieder Katzenhaare kommen. So, dann schauen wir mal. Das war jetzt so schwer. Hasbro Gaming, plastikfreie Verpackung. Aha, okay. Spielzeit circa 10 Minuten. Weiß ja nicht, ob das. Also, wir haben ja sowieso Licht da unten. Ich habe unter der Kamera noch ein Licht, damit man das besser alles sieht. Nutze ich auch für Streaming. Geht auch gerne mal auf Twitch. .tv/sofaplayer. So. Da könnt ihr auch gerne einen Follower da lassen. Achso. Hab ich gesagt, das ist kein Plastik. Das Klebeteil ist aus Plastik. Achso, steht da sogar. Außer Klebeband und Klebstoff. Okay. Man sollte Sternchen lesen. Das mal auf. Das scheint ein Spiel zu sein, was so circa 10 Minuten pro Runde oder Spiel, wie auch immer. Das ist nochmal hinten drauf. Okay. Dann auf jeden Fall so ein Karten. Ja, das sind zwei so eine Packs drin. Ich packe jetzt nochmal einen aus. Und eine Karte. Ich vermute mal, dass das. Ich will mir das jetzt nicht genauer angucken, aber. Dass das damit was zu tun hat mit den Karten. Das sind, ist halt so ein dickes Päckchen, sind zwei Stück. Das war also das, was so schwer, Anführungsstrichen schwer ist. So, wir können auch gleich noch mal genauer gucken im Heft, was da so drin steht dann. So, dann. Ist eine Bauchtasche oder was ist das?
Nee, eine normale Tasche. Ja, so eine kleine Tasche. Okay. aha. Erkennt ihr nicht? Hier ist auch extra so ein Gummi. Das ist ein Gummi. Das ist scheinbar gumminiert. War ja klar, ne? So ein kleines Täschchen. Das ist der Plastikrahmen. Packen wir dahin, da wo jetzt eine Katze ist, die sicherlich gleich dich dran machen wird. Ja, macht sie auch. So, dann haben wir. Interessant. Ein Gamer-Kochbuch. Sowas gibt es auch. Rezepte zu euren Lieblingsvideospielen, Sonderedition. Gamer-Kochbuch. Ach, sogar mit Loot Quest hinten noch drauf, tatsächlich. So, wie sieht denn sowas aus? Ich muss mal kurz mal gucken. Hey, Tetris, Sonic, World of Warcraft, Skyrim, The Last of Us, Diablo. Okay. Mal gucken, ob was hier. Es wäre zum Beispiel Tetris. Und daneben halt das Rezept, ne? Ist gerade ein bisschen mein Mikro im Weg. Vier Personen. Wäre meine Küche groß genug und hätte ich auch viel Platz dort oder hätte ich auch Platz? Ich habe so grundsätzlich keinen Platz. Will ich sogar Streams machen oder sowas? Endgame, ein süßer Abschuss. Pixelkuchen. Pac-Man Macarons. Wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Irgendwas, was noch? Getränke. Schoko-Melange, Smoothies und so weiter. Diablo, Atem des Todes. Okay, interessant. Interessant. Waren schon öfter mal in den Loot Chests Rezeptbücher drin. Die habe ich auch alle noch tatsächlich. Aber wann kommt man dazu? So, dann haben wir ein offizielles Suchmitteilung. Tot oder lebendig? Haha. So. Und wie, ja, ist sehr häufig, also ich glaube, das sind alle aus Februar 2023. Zauberwelten, ich glaube, also die sind öfter mal dabei, dieses Heft, wo so halt News drin sind und
Games allgemein über Games und so, das Übliche. Na. So, dann eine Postkarte. Und das war's auch schon. So noch das Heftchen, da unten Mai 2023. Okay, Bezug auf das T-Shirt steht hier: Kopfgeldjäger aufgepasst, es gibt wieder Konkurrenz, dieses Mal direkt aus der Hölle. Aha, okay. So, Gamerbuch, genau, Tasche. Und ah, okay. Dieses Wanted, was ich gerade hatte, das gibt verschiedene Ausführungen. Das gehört zu Harry Potter. Das konnte ich jetzt nicht so erkennen. Ich habe es hinten nur gelesen, dass unten Wizard stand. Aber es gibt verschiedene Ausführungen. Das ist eine Ausführung. Und in der Plus-Version, die ich hier habe, ist das Superhelden-Kartenspiel. Das, was ich euch gezeigt hatte. Das ist in der Plus-Version. Also in der normalen Version nicht drin. Ja, dann ist das Ding auch schon wieder leer. Und bedanke mich somit fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr das nächste Mal dabei seid. Besucht die anderen Videos auch gerne mal. Und dann sehen wir uns zur nächsten Loot Chest dann im nächsten Monat. Und bis dahin wünsche ich euch einen angenehmen Tag, Nacht, Morgen, je nachdem, wann ihr das Video angeguckt habt. Also bis dann und lasst gerne ein Follow da, also ein abonniert mal einen Button klicken und so und gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.